So, da sind wir wieder beim ESL Weekly Cup Nr. 67, 76. Ihr wisst schon, was ich meine. Nein, 76. Zwischen The Mystics und Executive Gaming. Im Halbfinale diesmal schon. Wie schnell die Zeit vergeht? Nein, eigentlich nicht. Eigentlich sind wir eine Stunde hinterm Schedule. Aber hey, let's get to it. Und ja, bin sehr gespannt. Diesmal auch einen englischen Stream, das heißt, ihr könnt euch aussuchen, wenn ich zu lame werde, auf den englischen Stream wechseln. Wenn ihr den englischen Stream nicht versteht oder Englisch nicht so gut ist, ja, müsst ihr wieder zurückkommen. Gut, The Mystics. Haben jetzt die Executive Gaming verfolgt. The Mystics waren zuvor gegen Airwalk gewonnen und im ersten Spiel gegen The Tigers gewonnen. Haben also auch ein bisschen was hinter sich. Und werden dementsprechend ein würdiger Gegner für Executive Gaming werden und natürlich auch umgekehrt. Invincible, Leutnant Weinberg, Doc in the House, okay. Einige lustige Namen. Timbersawban. Nein, okay, nevermind. Ich versuche das jetzt gar nicht, die ersten Bands zu besprechen, weil, hey, so viel kann man nicht sehen. ESL Weekly Cup, ja, ich kann euch was darüber erzählen. Nächste Woche wird es wohl um 17 Uhr schon losgehen. 17 Uhr und damit das Finale zum Best of 3 werden. Weil besonders im letzten Mal hat man auch schon gesehen, so, naja, Best of 3 ist für ein Finale doch ein besseres Format, wo man eben nicht durch ein paar Fehler schnell raus ist. Außerdem wird es ab nächste Woche wohl Preise zu gewinnen geben. Dieses Mal ist es halt so ein, ja, der offizielle ESL-Account twittert deinen Namen und du kannst dir das bestimmt irgendwie als in deinem ESL-Profil als Trophäe hinlegen, dass du diesen Cup gewonnen hast. Kriegst irgendwelche Ladderpunkte oder so. Aber ansonsten, für Teams, die von außen kommen, die keinen ESL-Account haben, die, naja, oder vielleicht ihn nicht so hoch schätzen, ESL-Accounts sind ja doch relativ weit verbreitet. Damals, vor 20 Jahren, bei Counter-Strike 1.6, da hatte man ja noch einen Counter-Strike-Account. Und ja, da habe ich meinen auch noch her. Dementsprechend, das Ding ist ja schon ein bisschen älter, und aber vielleicht wird es jetzt auch mit der nächsten Woche ein bisschen was geben, was auch Teams, die von außen kommen, nicht von der ESL kommen, da ein bisschen motiviert, das Ding auch zu gewinnen. Und eben mehr als nur, hey, ich habe ESL Weekly Cup Numero, schlag mich tot, gewonnen. Gut, Timbersaw und Tidehunter werden von Executive Gaming gebannt. Ja, Brewmaster und Viper von den Mystics, die vielleicht eben wieder zugeguckt haben und gesehen haben, dass Executive Gaming mit den beiden Helden doch relativ abgegangen ist. Oder zumindest, okay, gegen Executive Gaming ist der Brewmaster relativ gut gewesen. Aber zumindest erkannt haben, dass Executive Gaming mit solchen fetten Cores wie Brewmaster und Viper, die doch einfach eine gute Basis für so ein Teamfeld sind, doch relativ gut zustande kommt. Schauen wir mal, ob hier wieder der Skyrath Mage first gepickt wird. Nein, Death Prophet first gepickt. Wieder. Letztes Mal war es die anderen, die Skyrath Mage als erstes gepickt haben. Aber ja, Death Prophet. Es ist so ein bisschen tatsächlich beim Casten das Problem des ESL Weekly Cups, wenn man nur einem Team folgt, dass zumindest man kennt schon die Hälfte des Drafts. Also klar, es wird keine Viper dabei sein, aber es wird halt irgendwas um Death Prophet rum sein. Vielleicht sogar wieder der Pugner. Der wahrscheinlich, also ja, gut, keine Ahnung. Er hat im letzten Game ziemlich viele Arrows gefangen. Aber ansonsten hat auch relativ gut funktioniert, besonders gegen Ende hin. Und hat auch den Damage in den Teamfight reingeworfen, den sie brauchten. Daher kann es hier gut sein, dass Executive Gaming wieder den Pugner picken. Allerdings bin ich gespannt auf The Mystics, was die so im Repertoire haben, um hier gegenzuwerfen. Und mit dem Batrider. War wahrscheinlich die Entscheidung, Batrider oder Legion Commander. Wir gehen mit dem Batrider, der irgendwie gerade doch ein bisschen besser ist als die Legion Commander. Ja, ein bisschen andere Rolle, okay. Aber im Chor Belastung den Gegner. Mit dem Blink Forward. Skyrath Mage ist das zweite. Das ist eine relativ gute Kombo. Lasso und Mystics Flare ab dafür. Und relativ viel Damage sonst noch so. Firefly wird ja auch von einem Astral Seal verstärkt. Und Flame Break zum Ende. 300 Damage plus 40%. Warum nicht? Nehme ich mit. Und dementsprechend habe ich so ziemlich das Gefühl, oh, dass der Pugner kommt, wegen dem Skyrath Mage, aber doch nicht. Sand King ist hier die Wahl von Executive Gaming. Vielleicht sagen sie sich aber auch, hey, Pugner
wird diese Bannphase noch überleben? Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass The Mystics geguckt hat, wie Executive Gaming so gespielt habe und dementsprechend den Pugner hier nicht durchlassen werden. Aber kann durchaus sein. Gehen hier mit dem Sand King, Initiation und Reliable Stun. Eine relativ hohe Initiation-Reichweite und halt immer die Möglichkeit auf ein großes Epicenter, was den Fight zuerst mal ein bisschen drehen kann. Besonders wenn viele Leute um die Death Puppet rum sind und verzweifelt versuchen, die einfach nur tot zu klicken. Könnte so ein Epicenter von irgendwoher schon ziemlich viel Space und ziemlich viel Damage bringen. Bannen hier den Sven, der mit dem neuen Patch ein bisschen Popularität bekommen hat. Aber, naja, Argon Spawn, um Umgebungsschaden zu verbessern, ist jetzt bisher, was die Mystics haben, nicht so das Wahre. Da wäre eine Draw wahrscheinlich besser, die quasi die gleiche Verbesserung, zumindest für einen Teil des Spiels, bringt, aber halt auch schon Level auf Level 1. Oder Level 6, eher gesagt. Doom. Doom ist immer ein guter Held gegen Batrider. Gegen Scareth Mage auch. Wobei Scareth Mage halt sehr gerne ziemlich schnell im Teamfight wenig Leben hat und es dann lohnt sich meistens nicht mehr zu Doom, weil es doch relativ squishy. Aber wenn er das Positioning nicht so verkackt, ist ein Doom auf Scareth Mage auch immer sehr, sehr viel wert. Dementsprechend hier auch der Doom raus. Für Executive Gaming könnte man sowas wie einen. Nee, wird eine PA gebannt. Doch eher auf Carries anscheinend bezogen. Bannen hier wieder den Shadow Shaman, der auch im letzten Spiel hier mit Death Prophet halt quasi gebaitet wurde. In der Bannphase. Und könnten jetzt hier mit dem Pugner gehen. Die Frage ist halt, gegen Bristleback ist es dann halt nicht mehr so toll. Macht halt ein bisschen Damage der Ward, aber ansonsten auch nicht so viel. Die Crapify bringt nicht so viel, weil viel macht halt auch das Quill Spray. Und ja, muss man sehen, was es bringt. Aber das werden die erstmal entscheiden können. Haben wir mit Bristleback doch eine Tanky Offlane? Das ist halt die Frage, wohin der Batrider geht. Von daher ist der Bristleback vielleicht doch ein Farmer. Aber, ja, sind Tanky genug, um doch den Teamfight zu überleben. Und Batrider könnte derweil durchaus jemanden mit dem Lasso hinter die Linien ziehen. Und Bristleback steht vorne, um das Ganze so ein bisschen zu splitten und die wichtigsten Helden rauszuziehen. Was in dem Fall entweder Sand King wäre, wenn sie ihn finden. Death Prophet will man vielleicht nicht mit dem Lasso in einem Exorcism irgendwie in sich selber reinziehen. Und bei Void ist es halt die Frage, musst du halt sicher sein, dass du den Tod bekommst, bevor die Krone mitten in allen steht. Aber ja, Void ist hier wieder ausgepickt worden. Death Prophet und Sand King ist natürlich eine sehr schöne Synergy. Allerdings, ja, möchte man meinen, dass er im letzten Patch ein bisschen genervt wurde. Durchaus. Aber, naja, 6 Sekunden Chrono ist halt immer noch da. Oder 5. 6. Mit dem Argus natürlich. Ancient Apparition. Also, ich sehe hier eine richtig starke Konzentration auf die Chrono. Und Mystics gehen dagegen und sagen, okay, wir picken halt einfach Tank. Bristleback kam schon vorher raus, ja. Aber Abaddon wird jetzt hier gepickt, um halt auch den Bristleback überleben zu lassen. Und haben halt jetzt durchaus wieder einen Bristleback und, ja, und einen Abaddon, der in der Chrono stehen kann. Und es ihm halt relativ egal ist, tatsächlich. Bristleback macht einen Teil seines Damage aus auch durch die Quill, also auch passiv. Abaddon, ja, kriegst du in der Chrono nicht tot. Dementsprechend, glaube ich, gehen Mystics da schon relativ gut gegen das Line of Executive Gaming vor. Andererseits, Ice Blast ist noch ein sehr guter Konter gegen Abaddon, muss man dazu sagen. Silencer ist der letzte Band von Executive Gaming. Enigma wird von Mystics gebannt, was durchaus eine Chance wäre, aber vielleicht ein bisschen greedy wäre, mit irgendwie 2 Leuten, die den Jungle brauchen und 3 Supports. Außerdem wäre das dann eine, keine Ahnung, Carry Ancient Apparition. Oder in der Mitte, AA. Hat man gesehen, aber mehr in Pubs so. Und in TI1 auf Dandy. Anyway. Ja, Mystics brauchen noch eine Mitte.
Könnten wahrscheinlich eine. Ein Razor ist noch drin. Razor wäre hier tatsächlich relativ gut. Tanky. Gut gegen den Death Prophet, gut gegen die Chrono, wenn er einen Link vorher rausbekommt. Kann gut pushen. Was ihnen halt hier so gerade so ein bisschen fehlt. Da würde ich jetzt eine Chance auf den Razor belegen. Aber andererseits können auch noch den Bachelor in der Mitte schicken. Bristleback offlane und einfach mal ein Terrorblade reinwerfen oder sowas. Neuer Patch, neue Möglichkeiten. Daher 40 Sekunden Zeit. Werden wir sehen, für was sie sich entscheiden. Tolles Popcorn. 30 Sekunden noch Zeit. Und die Spannung steigt. Oh, die. So, so. ja, ich musste noch gerade was essen, bevor ich reden konnte. Also ich musste quasi noch mein Essen gerade was munter devouren, bevor ich den OD, oh Mann, ansagen konnte. Ja, OD in der Mitte. King Death Prophet sollte das soweit okay sein. Allerdings schon sehr lange her, dass ich nur OD gesehen habe. Sehr interessant. Könnte auch sehr gut gegen Void funktionieren. Ja, das Mana rausziehen. Und so. Mal gespannt, ob er auf Argas geht. 75 Mana für jeden weg. Bei ja, Helden, die komplett auf Mana dependen. Könnte doch durchaus gut sein. Aber ja, ist halt auch wieder so ein Snowball-Lineup. Wir haben Bristleback, wir haben OD drin. Die einen guten Start brauchen. Und damit halt richtig gut abgehen können. Gleichermaßen Executive Gaming sind dann ein bisschen standardmäßiger, glaube ich. Zenking braucht einen frühen Blink. Aber Void Death Prophet Combos kann man eigentlich immer machen. Und Nyx Assassin wird hier gepickt. Auch interessant. New. Ne, Maze war die Mitte. Somit geht das Nyx Assassin dann wohl auf die Offlane. Und genau, Harbinger carried das Ganze. Okay. Offlane Nyx gegen. Wahrscheinlich tatsächlich sogar ein Batrider. Also wurde gepickt als Batrider-Konter quasi. Wollten hier nicht die Venge haben. Weil der Festes Void vielleicht dann doch. Also, er ist eine Core-Rolle auf jeden Fall hier in dem Lineup. Wenn sie halt alle auf die Krone setzen. Dementsprechend sollten sie noch Safelane spielen, damit er eben sein Farm bekommt. Und schnell seine Level 6 bekommt. Gut, ja, wir haben The Mystics, die neu da sind. Und in der Mitte Fugi auf dem OD in der Mitte machen. Invincible, schöner Name für den Abaddon, sehr passend. Auf dem Support Abaddon, der auch schon nach oben geht. Von daher sieht das nach Aggressive Tri-Lane aus, ja. Batrider, gespielt von Dog in the House, geht nach unten auf die Safe Lane. Und es wird ein Aggressive Tri-Lane mit dem Abaddon. Mit NMF plus minus oder minus plus auf dem Skyrath Mage, der nach unten geht, nein. Ja. Wird nach oben gerufen, Aggressive Trident zusammen, am Ende mit dem Bristleback, Leutnant Weinberg. Auf der anderen Seite haben wir Executive Gaming, die einen schnellen Smoke in den gegnerischen Jungle machen und damit vielleicht einen Battle finden. Page auf dem Support Ancient Apparition, zusammen mit Mercury, der den Sand King spielt. Harbinger carried den Faceless Void durch das Game. Death Prophet wird wieder von Maze gespielt und zu guter Letzt New übernimmt den Nyx Assassin und ja, springen, Slow ist da, Boots First sind da nicht, das wird schwierig, das bekommen sie nicht, okay. Der Slow ist halt doch mit 20 Sekunden ein bisschen zu wenig, um da zu bekommen und da haben sogar so einen Firefly rausgebaitet, allerdings auch 3 T2 Schüsse, was doch auch ein bisschen was ist. Ja. Scheint ein Aggressive Trident tatsächlich zu werden. Sie haben hier den Batrider gesehen und wissen halt, dass es ein Aggro-Trial wird. Werden jetzt wahrscheinlich verschieben. Eigentlich ist es halt auch schwierig. Da, ja, Sand King würde halt eigentlich schon gerne seinen Dschungel haben. Aber, okay. Anscheinend sind sie sehr confident, dass sie die Trident da oben, dass sie dagegen hauen können. Und kommen hier erstmal rein. Wir versuchen in der Mitte erstmal was zu machen. Wird gegen OD ein bisschen schwierig sein, aber mit der Invis-Rune und dem, ja, mit dem Cage, der bald kommt, Imprisonment. Okay, wird doch nicht passieren, aber ich dachte, Imprisonment kommt bald. Von daher wird da bald der OD nach vorne gehen wollen. Gut, Invis-Rune hört jetzt langsam auf. Nochmal Stun auf 2 gemacht, schön, bisschen Damage reingehauen, aber ja, erstmal
erstmal nichts. Passiv hingelegt, Minute ist 1 zu Ende. Und ja, wer hätte es gedacht, Bristleback allein auf der Lane hat 100% Farm. Und ja, OD hat 5 Denies tatsächlich. Wie gesagt, im neuen Patch ist es ja mehr wert. XP, ja, ein bisschen. Naja. So, die interessante Lane wird mal wieder, irgendwie im letzten Game war es halt auch schon eine Akkuschrei. Mal wieder. Hier oben eine Akkuschrei, ja. Mal gespannt, ob es dann, wie immer bei einer Akkuschrei so, ah, Akkuschrei, hier oben wird irgendwas passieren, hier wird irgendwas passieren, und dann First Blood in der Mitte oder unten. Wie das halt so gerne öfters mal passiert. Bristleback, Level 2. Hat schon sein Bristleback geskillt, hat seine Quill Space, von daher doch relativ tanky. Auch das Level 1 schon. 16% Back Reduction. Auf alles. Ist ja durchaus nicht zu vermeiden. Versuchen hier ein Go, steht gerade vorne, aber naja, ist halt ein Abaddon. Abaddon sorgt dafür, dass der Bristleback überlebt. Und Scareth Mage macht den Damage da rein. Ist halt eine relativ gute Lane. Ja, Death Prophet hat eine relativ schwierige Zeit, weil es halt auch einfach keinen Damage hat. Hat schon zweimal minus 7. Das sind schon einige Damage, die da weg sind. Auf der Bottom Lane haben wir den Nyx Assassin gegen Batrider. Nyx hat doch relativ viel Farm, im Gegensatz tatsächlich zum Batrider. Aber er hat auch 10 mehr Base Damage. Okay. Kriegt sogar hier den Batrider relativ low. Stun und so. Allerdings, ja. Muss er selber aufpassen. 3 Stacks und Firefly Batrider will man auch nicht unbedingt reinrennen. So. Ping, 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 ping. Von Ancient Apparition. Ja, Bristleback kann das demnächst irgendwie vielleicht AOE-Damage auch ausmachen, muss ja seine Stick benutzen und könnte eventuell First Blood sein. Und Batz, First Blood tatsächlich. Die Frage ist, ob sie den Bristleback hier noch down bekommen, der richtig viel Damage bekommt durch die Creep Wave. Und kriegen tatsächlich noch den Return Kill. Aber Double Kill für Bristleback, der zufällig doch die Ancient Aberration bekommt. Jetzt muss der Void leider weglaufen. Hat immerhin einen Return Kill bekommen, aber Double Kill. Die Lane läuft für Executive Gaming erstmal nicht so toll. Spielt sich hier rein, erstmal noch ein Stun, versucht hier was zu tun, aber kommt nicht mehr rechtzeitig. Und meanwhile, Batrider macht eine Rotation in die Mitte und nimmt die Death Prophet auseinander. Ich habe das Gefühl, dass es ein Astral war und dann das Gap als Gap Closing benutzt wurde und dann war halt der Batrider schnell da. Mit Firefly und da kam sie nicht mehr weg. Aber, ja. Derweil, Nyx Assassin farmt ein bisschen weiter. Level 5, ein Halb, nach 4 Minuten. 800 Gold, Mana Boots bald. Der könnte auch auf jeden Fall was werden. OD ist relativ tanky, aber mit 700 Leben nicht unbedingt. Braucht ein paar Items, um richtig tanky zu werden. Und das Strength Gain geht so. Von daher muss man sehen, was er hier jetzt erst pickt. Auf jeden Fall hat er einen Scareth Mage, hat einen Batrider und er hat einen OD, was eventuell gemacht werden könnte. Und dieser Bristleback läuft da doch einfach durch. Das ist ein richtiges Problem, was wir da haben. Dass sie halt einfach nichts mehr gegen den Bristleback tun kann. Kommt jetzt hier Damage in Damage rein, hat einen schönen Backtrack da gemacht. Aber Double Kill, komplette Trident auseinandergenommen. Kriegen hier durch Tower Shots hauptsächlich noch ein paar andere Kill, aber auch den Bristleback ist ja halt die Frage, ob sie die auch bekommen können. Jetzt doch noch Nyx Assassin mit dem ersten Vendetta-Hit. Kriegt den wohl down. Aber Space created. Jetzt dann aber. 200 Kills, ein bisschen Erfahrung, aber doch viel Rotations nötig und 6 zu 3 auf dem Board für The Mystics, die mit der Lane da oben alles richtig gemacht haben und der Bristleback wird richtig, richtig fett. Weiß nicht, Buckler, okay, dementsprechend weiß man schon, okay, das wird ein Crimson Guard, ein relativ früher sogar, aber ja. Ist halt Vanguard, ist ja sowieso Core of Bristleback, von daher wird er jetzt quasi noch mehr gespielt werden. Und ist jetzt tatsächlich alleine auf dieser Tri-Lane dagegen und fühlt sich sehr, sehr sicher. Hat den Buckler noch nicht aktiviert für die plus 2. Könnte er vielleicht demnächst mal machen. Aber pusht natürlich deutlich die Lane, andererseits pusht sie sowieso.
Dieses Mal im Gegensatz zum letzten Spiel sind halt The Mystics auch die Top 3 auf dem Board haben, um was zu machen. Hold the Sword. Boom, Brasselback überlebt das Ganze tatsächlich noch. Stake Charges und Abaddon. Das war richtig viel Damage, der rauskam. Auch noch fast alles von hinten. Und trotzdem hat es nicht gereicht. Wenn das so weitergeht, ist es nicht so toll dafür. Welche Lags. Naja. Wird wohl nichts Schlimmes sein. 6 zu 2, wie gesagt, die Gold-XP-Grafen gehen. Ja, wer hätte es gedacht? Genau so wie die Last Hits und die der Score so aussagt, nämlich in favor of The Mystics. Oder The Mystics. Allerdings ist halt die Frage, was Nyx ist, was Nyx halt alles so machen kann in diesem Match noch. Okay, wurde jetzt hier gesehen. Und relativ klar. Andererseits wird er vielleicht dann nicht da durchlaufen. Aber okay. Ah. Batz. Und es trifft. Und das macht einen Kill. Ups, allerdings, ja. Tower schießt noch. Knapp. Aber doch verdient nach diesem Durchlaufen. Ist ein komplettes Mana hier vertan. Fünf haben fast gleichen Mana. Gleichen Damage getan hier. 500 Damage rein durch Firefly durchlaufen. Ja, das ist schon Geduld, da durchzukommen. Und ich glaube, die Ancient Liberation ist jetzt ziemlich tot. Was? Slow, slow, slow. Ups. Hier kommt eine Rotation in die Mitte. Oh, die muss da ein bisschen abhauen. Die ersten TP-Reactions sind schon da und turnen jetzt. Haben den Abaddon, der kein Mana hat. Hat eine Mistcoil noch. Und ja, muss jetzt. Macht hier Sandstorm, ist fein. Aber haben immerhin eine Rotation geforst. Die Frage ist halt, inwieweit das sich so auszahlt. Tja, okay, wir sind jetzt hier auf jeden Fall in der Mitte. Nyx Assassin versucht es zum nächsten Mal, den OD zu bekommen. Allerdings, Abaddon ist da, auch ohne Mana, was ich tatsächlich sinnvoll erachten könnte. Stun trifft tatsächlich auf 2 und versucht hier direkt auf den zweiten zu machen. Ein Hit, oh, Miss. Miss von der Krobelus, das ist bitter. Versucht hier noch einen Crypt Swarm. Richtig. Ah, schön gejuked hier von Immortal. Ja, erstmal gerade Immortal durch seine Jukes ist. Schön gejuked und schön vorausgesehen. So. Jetzt wollte es auch noch kein Level 6. Machen hier mal ein bisschen Damage. Allerdings haben sie damit nicht gerechnet, dass hier einfach so ein fetter Skeleton Mage vorbeikommt und hier einiges an Damage rausholt. Wird hier sogar noch die Salve abgebrochen, obwohl er halt keine Chance hatte. Gut, vielleicht mit dem Bolt Strike weg, aber das war nichts. Nyx Assassin kommt hier rein, versucht den Bristleback hier zu bekommen. Stun daneben, ja, das macht nichts. Sollte hier aber vielleicht nicht zu lange drin bleiben, weil jetzt muss er einfach nur weglaufen. Hat ein paar Stick Charges. Chrono ist immer noch nicht online. Ich glaube, da beißen sich so langsam an dem Bristleback die Zähne aus. Könnte nicht so toll sein. Ah, jetzt von vorne. Oh, ein Hit von vorne, das hat ihnen auf jeden Fall den Kill gebracht. Aber den Nyx Assassin kriegen sie wohl erstmal nicht mehr. Wir schauen mal. Batchrider hat jetzt seinen Blink tatsächlich. Und dadurch, dass sie ja, 9 zu 6 relativ even sind ohne den Batchrider, könnte sich da auf jeden Fall jetzt was ändern. Oder noch mehr zum Guten für The Mystics verändern auf dieser Top-Lane. Die super für Mystics bisher läuft, allerdings immer noch die Gefahr innehalt, dass der Bristleback stirbt. Das könnte man jetzt mit dem Batrider umdrehen. Jetzt zu dritt erstmal da oben. Batrider kommt noch nicht nach oben. Und sie ist erstmal wieder diesen einfachen Kill auf die AAA. Nein, Chrono auf 3 unterbricht das Ganze, aber. Ja, eine Chrono für eine AAA zu retten, weiß ich nicht, ob es das im Endeffekt wert war. Aber Sand King Level 4. Noch keine Chance, irgendwann in die Richtung von einem Blinkdagger zu kommen. Könnte dann, ja. Ist halt sowieso, die Chrono wird halt jetzt die nächste Zeit nicht gebraucht, weil die Supports noch sehr, sehr unterlevelt sind. So, Tieren um es noch zu farmen, aber dadurch, dass sie halt Akku gegangen sind, war die richtige Entscheidung, konnten sie halt nicht den Dschungel benutzen und sind deshalb richtig weit zurückgegangen. Ich glaube, die Executive Gaming hätten hier werten müssen. Okay, ein Batrider ist hier unten, es wird ein Akku-Try. Lass halt einfach verschieben, lass hier unten selber Akku-Try gehen, lass es dodgen und den
den Dire Jungle einfach benutzen. Oh, die ist relativ low in der Mitte gewesen. Nyx hat da seine Combo entladen, aber Abaddon rettet ihn. Und sein Astral Imprisonment rettet ihn auch. Da oben geht's jetzt weiter. Wir haben den Bristleback fast getötet und es scheint so, als ob sie ihn gar nicht mehr tot bekommen. Exorcism ist down, aber es kriegen nicht ganz. Void muss es jetzt hier backtracken. Ja, trackt es back, aber ändert nichts an der Tatsache. Wir haben den Bristleback nicht bekommen. Und jetzt kommt so ein bisschen Sandfish drauf. Death Prophet stirbt sogar noch gegen zwei, nur gegen Batrider. Und Scarlet Mage kann hier sein komplettes Mana. Hammer wird gefallen. Und OD sorgt wahrscheinlich jetzt für zwei relativ einfache Kills. Und ja, ohne Mana für den Burrow Strike raus. Jetzt gerade so kann sich hier noch retten, aber glaube ich nicht. Ah, Mistcoil und die letzten Quills. Hm. Ja, Faces Void muss jetzt auf die Bottomlane gucken, ob er da ein bisschen Space bekommt. Der 1 Tower sollte wahrscheinlich down gehen, so die nächste Zeit. Aber das scheint sehr gut für die Mystics zu laufen. Last Hits sprechen eine klare Sprache. XP und Net Worth auch. Itemweise, haben wir gerade Zeit? Haben wir gerade Zeit? Ja, haben wir gerade Zeit. Masterpiece in der Mitte, können wir mal nochmal gucken. Wir haben Bristleback, der schon fast seinen Crimson Guard fertig hat. Aber dann, der nichts hat, war aber auch nicht. Ist nicht so schlimm. Durch die Sentry Wards hier ist die nicht hier, ich nicht auch vorbei. Audi hat einen Midas. Und jetzt Treads. Scarlet Mage hat seine Boots, ist damit relativ glücklich. Und Batrider hat den Blink Dagger und schon den Force Staff. Staff of Wizardry. Oh ja, und da ist er mir mit das Kabel getreten. ja, es hat auch schon relativ nah an seinem Force Staff dran. Death Prophet hat zurzeit halt nichts und das Einzige, was er hat, ist halt Faces Void ein bisschen mit dem Ring und die beiden Supports. Na gut, Ancient Apparition hat die Mana Boots und Nyx Assassin immerhin auch. Aber Nyx dauert auch noch ein bisschen für seinen Blink, von daher haben sie auf der Offlane nicht so viel gewonnen. Sieht relativ schlecht für Exile aus. Es sieht schlimm aus, aber naja, Steam neu starten und so. Der erste kommt schon wieder, der zweite kommt schon wieder, der dritte kommt schon wieder und easy. Ja, easy reconnect. Volvo fixed. OMG, this Dotto. Aber nichts passiert. Und einfach weiter. Mit einem Gank auf den Festes Void, wie es scheint. Lasso ready. Smoke ist ready. TP ist ready. Und Void weiß es. Ah, zu viel gesagt. Void weiß es nicht. Wenn sie den jetzt hier sehen. Die Vision ist aber leider nicht so toll, dass sie den hätte sehen können. Und somit geht die. Geht die Rotation Jagd weiter in die Richtung. Und tatsächlich Lags. Mann, Mann, Mann. Ich glaube, das seht ihr auch im Livestream, dass es hier so kurz geruckt hat. Wenn nicht, nothing happened, alles ist perfekt. Mein Setup ist das beste Setup. So, jetzt hat der Void, na, ich weiß nicht, ob sie da genug Damage für haben. Von daher wird er hier direkt, nicht direkt ein Go gemacht. Aber es wird erstmal ein bisschen statischer. Trailand hat sich aufgelöst, dementsprechend passieren hier nicht 1000 Dinge auf einmal. Und Bristleback hat ein bisschen weniger Spaß, würde ich sagen. Auch besonders mit dem Mana-Burn die ganze Zeit. Außerdem hat Nyx halt auch die Möglichkeit, ein bisschen zu harassen. Ohne Mana. Ja. Sand King versucht ein bisschen aufzuholen im Dschungel. Hat vielleicht bald Mana-Boots, aber wird wahrscheinlich eher auf Straight Blink gehen. Mana-Boots sind halt vorhanden. Und wo ich es da sage, Bristleback geht tatsächlich down gegen den Nyx Assassin, den man nicht unterschätzen sollte. Die Skills machen Damage. Das Spike Carapace kann man gut einsetzen gegen Bristleback, weil hey, man haut ihn und irgendwann kommen halt die Quills raus.
machen dann nicht so viel Damage, wobei, ich weiß nicht, ob der Damage raus zurückgeworfen wird, den die Quills beim Nyx Assassin gemacht hätten, oder den die Quills als Base Damage machen. Nicht sicher in den Mechaniken, aber nichtsdestotrotz, schöner Kill hier auf dem Bristleback. Zeigt, dass er doch nicht untötbar ist. 6 zu 4 außerdem. Tatsächlich fast, also mehr als 50% von den Kills ist hier der Bristleback. Ob man es glauben möchte oder nicht. Aber ja, Nyx Assassin entscheidet sich jetzt. Hey, okay, der ist böse. Ich glaube, ich gehe mal weg. Geht hier auch tatsächlich auf den Dagen first, anstatt auf den üblichen Blink-Dagger. Sagen sich halt hier, okay, Nyx Assassin ist tatsächlich nicht die Initiation, sondern es ist halt der Pick-off, den wir brauchen, um den Tower zu pushen. Dort. Oh. Hammer und ja, ich glaube, der ja, der Stun war, glaube ich, schon vorher geklickt. Und dann so, ups, vielleicht will ich da doch nicht rein. Ah, bitter. Bisschen weniger Gold. Und Nyx Assassin versucht mal hier. Sollte ein Scarlet Mage relativ einfach bekommen, ja. Bevor irgendwas passiert. Ah, muss trotzdem aufpassen. Batrider. Ah. Hat aber hier, ja. Nyx Assassin kann die beiden schon fast gleichzeitig zusammen beschäftigen. Besonders wenn ein Ice Blast reinkommt von der AE. Und naja. Mana Burn macht gegen OD richtig viel Damage. Muss man auch dazu sagen. Batrider könnte jetzt hier. Nö. Sieht ein paar Leute, freut sich darüber. Mal gucken, ob er gescoutet wird. Wartet schön ab. Hat jetzt auch einen Force Death und das sollte eine tote AE sein. Aber holen sich lieber die Death Prophet. Auf jeden Fall sinnvoll. Auch wenn die Mystic, die Astral Mystic Flare ein bisschen daneben war. Aber schöner Easy Kill. Auch schön zu sehen, dass der Battlefield hat gesehen, okay, hier AE steht vor mir, aber Death Prophet ist der wesentlich wichtigere Kill hier. Also hole ich den. Knapp außerhalb der Sentry hier. Ah. Aber die nächste Sentry steht auch hier. Und die nächste Pause. Nyx Assassin wird wahrscheinlich dem hier nichts finden. Richtig schöne Sentry Spreading von den Mystics hier. Und weiter geht's. Oder geht's weiter? Ja, jetzt geht's weiter. Batrider, ja, wird erstmal in den Dschungel gehen. 50 Sekunden, hat seinen Job getan. Kann jetzt erstmal ein bisschen farmen gehen. Finden jetzt hier auch zum D-Warden. Schöne Sentry. Aber, ja, auch wenn er da reingeht, die nächste Sentry ist immer irgendwo. Beispielsweise hier. Ist definitiv wichtig, die Vision. Ah, Nyx Assassin. Okay, ich dachte schon fast, der wäre AFK. Wenn er so da rumsteht. Und Bristleback ist wohl irgendwie gerade den hier Pusher. Das ist schon der zweite Tower, den er halb tot guckt. Zu relativ erfolgreichen Möglichkeiten. Wird hier von der Krone gefunden? Die Frage ist halt, ob es reicht hier. Mit dem Ancient Apparition Blast, der nicht trifft. Ah, doch, tatsächlich irgendwie schon getroffen, aber nur so knapp. Double Damage, Faces Void und Ice Blast. Und es reicht nicht ganz, um ihn tot zu bekommen. Richtig bitter. Könnte es jetzt vielleicht versuchen? Degen, okay. Das geht auch. Hätte man vielleicht ein Spike Carapace benutzen können, aber gut. Kam auch tatsächlich kein Flame Break. Ich weiß nicht. Auch wieder nicht ganz aufgepasst anscheinend. Aber ja, Hit and Run. Auch schön zu sehen, dass es tatsächlich so schön funktioniert. Sand King hat in 100 Gold seinen Blinkdagger. Und damit lässt sich doch auf jeden Fall jetzt was machen. Executive Gaming kommen. So wie es scheint, ein bisschen zurück. Im Farm sieht man das natürlich noch nicht. Aber so langsam in. Sie kommen halt online immerhin. Und dodge sogar einen Ice Blast. Hat ihn kommen gesehen. Und easy zurück. Group up ein bisschen. Nyx Assassin, Vendetta und ab zur Jagd. Haben hier eine Sentry, das heißt, sie wissen, dass hier keine Sentry ist. Und könnt den Scarith Match hier wieder finden. Kommt jetzt in die Vision rein und dreht er um. Ja, dreht um. Oh nein. Oh nein. Oh nein, der Arme. Richtig bitter. Und nächsten Degen. Es scheint relativ gut zu funktionieren.
Aber ja, ich sehe nur das eine Mal vor mir, dass es halt dann irgendwann ein Bait gibt und dann funktioniert es nicht mehr und dann ist Nyxis halt irgendwie hinten und sie kriegen irgendwie zwei Tower eingepusht. Zumindest ist das, was passieren könnte. Batrider holt sich schon wieder die Death Prophet, die jetzt damit ziemlich schnell tot ist. Hat auch ein bisschen zu nah vorne dran. Hat den Batrider um den Tower herumfliegend nicht gesehen. Und der nächste Versuch. Vendetta ist gleich wieder online. Pings kommen raus. Der Ward sieht den Ward tatsächlich. Aber erstmal wird die Mitte geguckt. Batz, Stun ist da und Dagen ist da. Und nicht mal der Stun wird gebraucht vom Sand King. Nyx Assassin ist soweit. Jetzt auch mit dem Dagen, mit dem Vendetta Level 3. Das ist sowohl den OD als auch den Scarith Mage. Wahrscheinlich sogar den Batrider. Dass ich sogar, ja, wahrscheinlich auch den Batrider solo killen kann. Einzig allein der Bristleback ist nichts. Wahrscheinlich kann er sogar einen Abaddon solo killen. Wenn er einfach auf dem Eisblast wartet und dann ein bisschen Geduld hat. Und daher müssen sie auf jeden Fall hier auf dem Rücken von der Nyx Assassin wiederkommen. Das ist so halt so ihre Chance. Das ist jetzt seine Zeit. Auf jeden Fall. Die Frage ist halt, wie lange noch. Spätestens wenn er einen Dagen gemaxt hat, dann. Spätestens wenn The Mystics komplett groupen und ihm keine Chance mehr lassen und kein Opening mehr geben. Okay, Mystics sind wieder zu viert in der Mitte. Nur noch der OD darf alleine. Was mich so ein bisschen erstaunt, weil der OD ist halt eben schon alleine gestorben. Dann daneben und jetzt ist der Nyx tot. Lebt noch, kann es bei Kerbis anmachen und wird noch. Oh, überlebt das Ganze noch gerade so tatsächlich. Und müssen sich jetzt zurückziehen. Jetzt muss gucken, ob er jetzt vielleicht nochmal kurz jemanden hauen will. Das sollte er vielleicht nicht tun, weil er auch allein schon an dem Ding da stirbt. Das lief tatsächlich relativ gut für Executive Gaming, wenn man bedenkt, dass die Initiation da doch richtig gut war von The Mystics. Allerdings konnten sie den Nyx Assassin nicht ganz töten. Aber wir haben den Batrider bekommen. Und einen Exorcism rausgeforst. Hicks. Ups, Nyx Assassin wurde da gefunden. Und sollte hier sterben, ja. Stirbt dann doch hier. Hatte versucht, den OD zu holen. Mega Killstreak. I'm so happy, oh ja, definitiv. Wurde gekillt von Batrider, der jetzt, ja, knapp 2k Gold dadurch bekommen hat. Oder hat schon ein bisschen was vorher hatte, ja, aber. Und Death Prophet hat jetzt vielleicht ein kleines Problem. Okay, das war knapp. Aber den kriegen sie. Jetzt ist ein Grizzleback drin, mitten in ihn drin. Oh Gott, Triple Kill von OD. That's Hammer. Sanity's Eclipse. Bam. Okay. Triple Kill für den OD, ja, das ist halt immer so das Problem. Ich glaube, ja. Nyx ist so das Einzige, was dagegen wirklich was tun kann. Das hat ganz gut funktioniert, aber jetzt ist er halt einmal gestorben. Die Frage ist halt, ob er noch mal reinkommen kann. Oder ob sie jetzt richtig vorsichtig sind, ob sie halt einfach auch mit dem Geld vielleicht ein Game kaufen. Jupp, Game auf dem Bristleback. Und das ist halt jetzt richtig schwierig für Nyx da. Es wird ein Spießrutenlauf. Da irgendwie durchzukommen, ohne vom Gem gekillt zu werden. Wenn der Odin nur einmal sieht, kurz das erste Drill, kommt der Gem direkt daneben. Und dann ist da keine Kommen mehr. Erste C2 Tower fällt für Executive Gaming. Und alle T1 Tower stehen noch für The Mystics. Das sieht nicht gut aus. Grafen waren auch schon länger nicht mehr geguckt, aber ja, sie sagen prinzipiell, The Mystics hat viele Tower. Und könnten eventuell mit Bristleback auch demnächst Roshan machen. Aber dann Bristleback sollten das Ganze vielleicht sogar alleine schaffen. Bristleback hat hier. Ja, jetzt kann er aber rein. Kann er den OD tatsächlich solo killen. Ah, Epicenter ein bisschen off the mark. 1:1, aber OD gegen Ancient Abrition ist super. Allerdings jetzt ein OD gegen. Ja, OD gegen der Death Prophet. Nicht mehr so gut, wenn sie jetzt noch den Bristleback bekommen. Es scheint so, jetzt kriegen sie gar einen Gem. Das ist es tatsächlich wert. Chrono auf 2.
kriegen hier den Scarif Mage mal wieder. Und nur noch der Best Rider lebt. Ich glaube, der kann das aber jetzt komplett alleine hören. Stun auf den Best Rider. Britzel auf den Best Rider. Oh, komm. Oh, das ist bitter. Spike Carapace holt den. Double Kill auf den Nyx. Und wie es scheint, tatsächlich Rampage fast auf den Nyx. Der hält die Executive Gaming gerade richtig im Spiel. Okay, ich dachte, der Eisblast kommt jetzt erstmal in die Base. So, 4 Sekunden direkt erstmal den Skywrath Mage nochmal low bringen. Aber das hat sie gerade so ein bisschen reingetan. Ein bisschen Over-Commitment. Ein bisschen zu weit vorne gegangen. Bristleback ist hier halt so durchgegangen und hat durch das Game so weit hinten gebracht, dass Nyx von hinten rankam und den OD solo töten konnte. Und ab da ging es dann weiter runter. Sie haben die Death Prophet und die AA aufgegeben gegen das komplette Team. Von daher super gespielt vom Nyx. Aber das Problem ist, zurzeit ist es tatsächlich noch alles auf den Händen des Nyx. Wenn er das gut spielt, wenn er nicht gecatcht wird, dann kann er das Ganze schaffen. Die Frage ist halt, was passiert im nächsten Game? Wie sitzen die Wards? Wenn da, ein Fehler unterliegt, dann ist das Ganze halt schnell. Double Damage ist hier gefunden. Bristleback scheint die wohl zu bekommen. Das ist bitter, aber ja. Und Scarif Mage ist wieder tot. Oh, der Arme. Der Arme. Das Spiel ist definitiv Game is hard für ihn. Und mit dem Blick, der kommt doch jetzt relativ einfach wieder raus. Ice Blast. Oh, Lincoln's 4 und geblockt. Und nicht Lincoln's 4 hat. Naja, Fissure wurde nicht mehr geblockt. Aber Earthbreak und. Und hier den Burst Strike. Burst Strike wird immer noch geblockt und den Pale wahrscheinlich auch. 500 Damage. Und Chrono auf nur eine. Es wird schwierig. Die Frage ist halt, ob sie nur die bekommen. Ist halt ein bisschen weit weg. Aber jetzt Epizenter ist drin und richtig viel Damage geht. Das Problem ist, die komplette Krobelus tötet sich instant. Fast von 100 auf. Komplett am. Ja, am Blade Mail. Jetzt geht's hier noch ein bisschen weiter. Fight Recap würde ich jetzt gerne sehen, aber. Ist erstmal tot. Fight Recap. Damage. 2000, 4000 Damage. Und die 3000 Damage waren, glaube ich, nur vom Blade Mail. Alter Schwede. Combat Lock ist, glaube ich, immer kaputt, oder? Ja, Combat Lock ist irgendwie im Caster immer noch kaputt. Aber wenn es jetzt so weitergeht, kann Executive Gaming hier richtig gut zurückkommen, wenn der Nyx weiterhin so spielt. Und ja, Dang Level 5. Wahrscheinlich den gleichen E-Blade. Kriegt ihr? Ja, oh, und bricht das TP ab. Das ist bitter. Aber das weiß er natürlich nicht, von daher erstmal ganz gut. Und mit ja, Blink und Force kommt er doch easy weg. BKB, auch fertig auf dem Batrider, was ihn auf jeden Fall vor diesen blöden Spike Carapace rettet. Und er doch vor weiteren Pickoffs. Hat jetzt eine Region-Rune gefunden, der Nyx, okay. Lucky Bastard. Findet hier sogar den Batrider, was halt auch ein easy Kill sein sollte. Ja. Und ja, okay. Easy Kill. Wartet hier sogar noch ein bisschen, kann eventuell noch ein paar abholen? Nee. Hatte gedacht, vielleicht nimmt er sich noch ein paar von den großen Creeps mit. Aber nicht der Fall. 1500 Mana, die er auch komplett braucht eigentlich. So ein Ding ist nicht billig. Aber, hey. 180 Mana dafür, dass es so viel macht wie ein Line-Ulti, ist nicht so gut. Was macht dieser Spirit-Bug hier? Ja, dann würde es ein Bug sein. So, Nyx. Nyx ist on the hunt. 300 Leben, 300 Mana, das könnte, sollte nicht ausreichen. Muss er vielleicht noch gucken. Und ja, jetzt haben sie das Sentry. Und jetzt müssen sie rein. Aber Chrono ist da. Und außerhalb, naja, nee, nicht ganz. Hat es nicht ganz geschafft, den Nyx außerhalb zu halten. Aber huge Epicenter und Stun auf 2. Spike Carapace ist an, versucht noch da wegzukommen. Oh, wird von der Coil umgebracht. Und tatsächlich ist das Ganze jetzt ein 0-4 Trade für Executive Gaming. Es sah richtig anders aus. Wo das Epicenter da reinkam oder so, dachte ich schon, oh oh. Aber ich glaube, es haben sich wieder jeder am Bristleback umgebracht. Und haben es dann richtig geturnt.
Auch dass der Nix da mittendrin war, war nicht so toll. Und ich glaube, er hat auch wieder kein Mana mehr gehabt. Das lief tatsächlich richtig übel für Executive Gaming. Und erlaubt Mystics jetzt einen relativ einfachen Roshan. Was Executive Gaming, ja, wissen. So direkt smoken und rein. Ja, wenig offensichtlich. Hätte man noch Smoke, obwohl die ganzen Cheese. Ah, okay. Macht hier einfach nur Arcane Balls und im Smoke drin. Das kann man nur im Skywrath Mage, besonders hier mit der Aura drin. Richtig cool. Die ganze Zeit Spam. Von daher ist für den OD relativ gut, weil halt auch Heal gespammt werden kann. Hat halt niemand mal Probleme. Besonders Bristleback. Das war einer der einfachen Helden, die hier irgendwie da was machen können. Ja, Gem. Neuer Gem gekauft. Alter Gem liegt hier in der Basis. Mal schauen, ob sie den auch wieder abluchsen können. Wäre auf jeden Fall wichtig für Nyx. Aber der muss jetzt erstmal sehen, dass da überhaupt ein Gem wieder im Spiel ist. Würde wahrscheinlich noch nicht gescoutet. Ist jetzt auch im Skywrath Mage, der vielleicht ziemlich schnell abgehen sollte. Wahrscheinlich jetzt für den Dust, ja. Der ist richtig froh, das Ding unter, von seinen Schultern zu bekommen. Weil der, ja, 800 Leben, ein Degen quasi. Minus, minus Magic Resistance und sowas natürlich, aber... Ja. Aber ja, Nyx Assassin ist on the hunt. Badge Rider und Nyx Assassin, ähnliche Rollen und es macht ähnlich viel Spaß zuzugucken. Einfach nur zu schauen, okay, was bekommt er? Kriegt er einen schönen Snack? Oder wird das leer ausgehen? Hat auch so viel Mana, dass er doch einfach die ganze Zeit Invis sein kann. Ja, schon, ob er was findet. Allerdings muss er halt aufpassen, dass er schnell wegblinkt, wenn er hier einen Gem findet, wie jetzt. Und schnell weg. Sieht hier auf dem Bristleback, okay, Gem, das heißt was anderes. Tja, für The Mystics ist, glaube ich, jetzt langsam Highground angesagt. Und würden gerne einen Pick-Off dafür haben. Die Frage ist halt, ob Executive Gaming ihnen einen gibt. Besonders wenn es jetzt hier gepinkt wird, okay, OD ist gerade alleine mit einer DD-Rune. Den kannst du dir snacken. Batrider läuft allerdings auch alleine da hinten rum. Versucht Nyx ihn unbedingt zu haben. Allerdings ist er, glaube ich, schneller hier. Und findet nichts. Okay, ist auf der Suche nach dem Kurier. Wird ihn aber wahrscheinlich nicht finden. Und jetzt finden sie die Ancient Aberration als Pick-Off, um damit Highground zu gehen. Und zwar mit zwei Hits vom OD. Nicht spät. Ja, Nyx sieht ein, okay, ich muss hier richtig nach Hause. Und andererseits haben wir jetzt The Mystics auch gesehen. Okay, der ist hier unten, das heißt, wir können jetzt richtig Highground gehen, weil das hätte sich niemand. Und schon wieder wird die Death Prophet halt gefunden. Vor. Ah, und auch der Scarlet Mage steht außen, läuft jetzt drin. Schönes Epicenter, aber nichts mehr machbar. Kriegen eins. Versucht sie raus zu TP'en tatsächlich, aber schafft es auch nicht ganz. Team Wipe von. Ja, The Mystics und GG von Executive Gaming. Super gespielter Nyx, aber tatsächlich haben The Mystics ein bisschen zu viel Teamfight, um dagegen zu hören. Und haben auch jetzt mit dem 5-Man-Action genug dagegen gebracht und richtig gespielt, konstant Games gekauft. Und auch das Skyrath Mage hat sich nicht unterkriegen lassen und hat das Spiel ohne zu viel Rage beendet. War knapp, aber konstant haben The Mystics das Ding durchgepusht. Und hier Executive Gaming, ja, gekonnt, besiegt. Das war das Halbfinale. Dementsprechend geht es jetzt bei Executive Gaming um den Platz, Spiel um Platz 3. Und bei The Mystics geht es um Spiel Nummer 1. Und zwar gegen Fairy plus 4. Somit stay tuned, ich bin Sisters und Dota und viel Spaß bis zum nächsten Mal.